Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Mordserie der Zwickauer Neonazi-Gruppe wird von parlamentarischen Untersuchungsausschüssen aufgearbeitet. Der Bundestag und der Thüringer Landtag beschlossen heute, möglichen Versäumnissen der Sicherheitsbehörden auf den Grund zu gehen. Die Ausschüsse sollen klären, warum die Gruppe jahrelang schwerste Verbrechen begehen konnte, ohne dass sie ins Visier der Ermittler geriet. Dem Trio werden 10 Morde zur Last gelegt. Ihre Opfer waren türkisch- und griechischstämmige Kleinunternehmer sowie eine Polizistin. Im Bundestag sprachen sich alle Fraktionen für einen Untersuchungsausschuss aus. Sebastian Edati von der SPD soll Vorsitzender des Ausschusses werden. Rassistische Anfeindungen kennt er zur Genüge. Sein Vater stammt aus Indien. Er begrüßt, dass ein Untersuchungsausschuss erstmals von allen Fraktionen gemeinsam eingesetzt wurde. Das Aufklärungsinteresse ist, glaube ich, wirklich echt. Es ist parteiübergreifend. Alles Relevante muss auf dem Tisch, unabhängig davon, ob Verantwortliche ein Parteibuch hatten und unabhängig davon, welches sie hatten. Der Ausschuss soll klären, warum die Zwickauer Terrorzelle über Jahre ungestört morden konnte. Vor allem gehe es dabei um die mangelhafte Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern, betonten die Abgeordneten. Es ist jetzt unsere Aufgabe, dass wir alles tun, damit auch in der Praxis tatsächlich eine Aufklärung der Vorgänge erfolgt, damit es möglich wird, aufzuklären, welche Fehler, Pannen und Versäumnisse vorgekommen sind. Insbesondere steht der Eindruck im Raum, die Länder haben nebeneinander hergearbeitet. Es wäre deshalb unverantwortlich, wenn sich die Innenminister der Länder verweigern würden, ihren Beitrag zur politischen Aufarbeitung hier auch an der Stelle zu leisten. Nur wenn es um die Bund-Länder-Zusammenarbeit geht, kann der Bundestagsausschuss auch Landesbeamte zur Aussage verpflichten. Die Abgeordneten forderten heute aber alle Behörden energisch zur Mitarbeit auf. Jeder Bürger der Bundesrepublik hat zu erscheinen vor einem Untersuchungsausschuss, hat auszusagen. Und wenn er beschränkt wird in seiner Aussage, ist das gerichtlich überprüfbar. Wir sind vorbereitet, das Kontrollrecht des Parlaments gegenüber den Bundesbehörden notfalls auch in Karlsruhe durchzusetzen. 11 Mitglieder hat der Ausschuss, der morgen seine Arbeit aufnimmt. Am Abend hat der Bundestag einen weiteren Beschluss gefasst. Die Abgeordneten verlängerten das Mandat für den Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr bis Januar nächsten Jahres. Damit stellen sie zugleich die Weichen für den geplanten Rückzug. Erstmals reduzierten sie die maximale Zahl der entsandten Soldaten. Derzeit sind etwa 5000 Deutsche in Afghanistan im Einsatz. Afghanische Polizisten bei der Verkehrskontrolle in Kabul. Oft steht ein deutscher Polizist im Hintergrund. Er hilft bei Problemen, achtet auf korrektes Vorgehen. Von 2014 an sollen die Afghanen allein verantwortlich sein. Dann ziehen die ISAF-Truppen ab, auch die deutschen Soldaten. Und dieses Datum haben die Parlamentarier im Hinterkopf, als sie das Afghanistan-Mandat um ein Jahr verlängern. Wir organisieren jetzt einen Abzug. Der muss sicher sein, also keine Gefährdung für die Soldaten. Er muss geordnet sein, das heißt in Abstimmung mit unseren Bündnispartnern. Und er muss nachhaltig sein. Das heißt, der Einsatz der vergangenen 10-12 Jahre darf nicht vergeblich sein. Noch diesen Monat werden die ersten 100 deutschen Soldaten abgezogen. Wenn es die Sicherheitslage zulässt, könnte die Obergrenze bis nächstes Jahr auf 4.400 reduziert werden. Möglichst bald sollen Friedensverhandlungen mit den Taliban beginnen, weswegen die Grünen einen Stopp der militärischen Aktionen verlangen. Es macht keinen Sinn, die Verhandlungspartner von morgen heute einfach wegzubomben. Und die zivilen Opfer sind enorm. Zumal bis 2014 eine Menge zu tun bleibt. Der Aufbau der Verwaltung geht nur schleppend voran. Und die Polizei ist längst nicht in der Lage, landesweit für Sicherheit zu sorgen. Aus Sicht der Linkspartei ist es die Einmischung von außen, die schnellere Fortschritte verhindert. Was uns hier und heute serviert wird, ist ein Abzug von Personal in homöopathischer Dosis. Während gleichzeitig alles, was für harte Kriegsführung benötigt wird, im Land bleibt. Am Ende ist die Mehrheit für die Verlängerung des Mandates deutlich. Neben Union und FDP stimmt auch die SPD fast geschlossen dafür. Der milliardenschwere Rettungsfonds für deutsche Banken wird neu aufgelegt. Gegen die Stimmen der Opposition beschloss der Bundestag, das 2010 ausgelaufene Hilfsprogramm SOFIN zu reaktivieren. Hintergrund sind die Anforderungen an die Institute, ihre Eigenkapitalquote zu erhöhen.
Ausgestattet wird der Fonds mit 480 Milliarden Euro, zum Großteil in Form von Garantien. Parlament und Bankenaufsicht erhalten dieses Mal mehr Kontroll- und Zugriffsrechte. Der Opposition gehen die Regelungen nicht weit genug. Der Finanzminister hatte eigentlich keine zweite Auflage des Bankenrettungsfonds geplant. Allerdings zwinge die anhaltende Krise auf dem Finanzmarkt dazu, so Wolfgang Schäuble heute im Bundestag. Von den 480 Milliarden Euro im SOFIN sind 400 Milliarden für Kreditgarantien vorgesehen. Von den verbleibenden 80 Milliarden stehen aber nur 22 zur freien Verfügung. Der Rest ist gesperrt, von der Zustimmung des Haushaltsausschusses abhängig oder durch den ersten Rettungsfonds gebunden. Im neuen SOFIN wird es mehr parlamentarische Kontrolle geben. Banken können dorthin nicht nur risikobehaftete Wertpapiere auslagern, sondern das Angebot gilt auch für Staatsanleihen. Zudem ist eine stärkere Rolle der Bankenaufsicht vorgesehen. Auch die SPD sieht die Notwendigkeit eines Rettungsfonds. Nicht einverstanden ist sie allerdings mit der Haftung bei Zahlungsausfällen. Dann zahlt der deutsche Steuerzahler in seiner Allgemeinheit und eben nicht die Banken und der Finanzsektor. Und das ist der entscheidende Grund, warum wir als SPD diesem Entwurf so nicht zustimmen werden. Die gestärkte Rolle der Bankenaufsicht werde dies verhindern, zeigt sich der Finanzminister überzeugt. Ohne dieses Gesetz hätte die nationale Bankenaufsicht nicht die Möglichkeit, ein Institut zu zwingen, das notwendige Kapital vorzusehen. 18 Milliarden habe der Staat bis jetzt schon in die Commerzbank gepumpt, ohne ausreichende Mitspracherechte, kritisiert hingegen die Linke. Ich kann mir wirklich keinen privaten Investor vorstellen, der zu solchen Harakiri-Konditionen Geld zur Verfügung stellen würde. Wahrscheinlich aber werde der SOFIN gar nicht in Anspruch genommen, so der Finanzminister, denn nach jetzigen Plänen wollen die Banken ihren Kapitalbedarf selber decken. Woher das Geld für den SOFIN kommt und wie es konkret eingesetzt werden könnte, mehr dazu finden Sie im Internet auf tagesschau.de. In Frankreich hat der Herausforderer von Präsident Sarkozy sein Wahlprogramm vorgelegt. Der Sozialist Hollande will bei der Wahl Ende April vor allem mit Reformen in den Bereichen Bildung, Finanzen und Steuern punkten. Hollande plant, 20 Milliarden Euro unter anderem zur Stärkung des Arbeitsmarktes auszugeben. In Umfragen liegt Hollande derzeit vor dem konservativen Sarkozy. Er wird schon umringt, als sei er Präsident, und alle Umfragen sagen ihm momentan einen deutlichen Sieg über Amtsinhaber Sarkozy voraus. Heute wollte François Hollande beweisen, wie seriös sein Wahlprogramm ist. Ich verspreche nur das, was ich halten kann. Nicht mehr und nicht weniger. Und das, was ich verspreche, wird auch umgesetzt. Und zwar schnell. Was er umsetzen will, soll vor allem den kleinen Leuten helfen und seine erklärten Gegner in der Finanzwelt an die Kette legen. So verspricht Hollande: eine Bankenreform, die klassische Bankaufgaben vom Spekulationsgeschäft trennt, einen Generationenvertrag, der die Beschäftigung von Jugendlichen und Senioren fördern soll, und eine Steuerreform, mit der er vor allem Wohlhabende und große Unternehmen stärker belasten will. Präsident Sarkozy, der am Wochenende vor Journalisten erstmals von der Möglichkeit einer Wahlniederlage gesprochen hatte, ließ seine Regierungssprecherin reagieren. Dieses Programm gefährdet den französischen Sozialstaat, gefährdet Frankreichs Glaubwürdigkeit und ist deshalb eine Bedrohung für die Franzosen. Die Sozialisten sehen Hollande und sein Programm hingegen eher als Hoffnung. Sie wollen 17 Jahre nach François Mitterrand endlich wieder einen Präsidenten stellen. Hollandes Chancen stehen im Moment sehr gut, auch weil er die hohen Arbeitslosenzahlen dem Präsidenten anlasten kann. Aber noch ist Nicolas Sarkozy gar nicht offiziell in den Wahlkampf eingestiegen. Viele seiner Anhänger warten fast verzweifelt darauf, dass er seinen alten Kampfgeist wieder zeigt. Der europäische Luftraumfahrt- und Rüstungskonzern EADS steht vor einem Führungswechsel. Der bisherige Chef der Unternehmenstochter Airbus, der Deutsche Tom Enders, folgt dem EADS-Vorstandschef Louis Gallois, dessen Amtszeit endet. Das teilte der Verwaltungsrat heute mit. Das Aufsichtsgremium selbst bekommt einen prominenten Neuzugang, den früheren Präsidenten der Europäischen Zentralbank, Jean-Claude Trichet.
Unternehmen dürfen Mitarbeiter über Jahre hinweg mit immer neuen befristeten Arbeitsverträgen beschäftigen, wenn es dafür einen sachlichen Grund gibt, etwa ständigen Vertretungsbedarf. Das hat der Europäische Gerichtshof entschieden. Geklagt hatte eine Beschäftigte des Amtsgerichts Köln. Sie hatte 13 Vertretungsarbeitsverträge in 11 Jahren und wollte nun eine unbefristete Stelle erstreiten. Ihr Fall wurde an das Bundesarbeitsgericht zurückverwiesen. Besprechung in der Kanzlei. Der Anwalt von Bianca Kütschük ist gerade aus Luxemburg zurückgekehrt und erklärt ihr, was die EU-Richter in ihrem Fall entschieden haben. 11 Jahre hat sie hier im Amtsgericht Köln gearbeitet, immer wieder mit befristetem Vertrag. 13 Verträge insgesamt, zum Beispiel Schwangerschaftsvertretungen. Für sie eine Hängepartie. Aber verärgert bin ich eigentlich nur, dass es die Gesetzeslage bislang hergibt, dass diese Kettenverträge zustande kommen dürfen. Aber verärgert meinem Arbeitgeber gegenüber, also dem Amtsgericht gegenüber, bin ich nicht, weil das Amtsgericht einfach nichts dafür kann. Wenn keine Stellen da sind vom Ministerium, dann sind einfach keine Stellen da. Ihren Fall haben die EU-Richter heute nicht geklärt. Sie sagen nur ganz allgemein, Befristungen sind zulässig, auch mehrere hintereinander. Aber es muss einen sachlichen Grund geben und es darf kein Missbrauch getrieben werden. Das sollen jeweils die deutschen Gerichte klären, wie viele Verträge und welche Dauer noch zulässig sind. Arbeitnehmervertreter sehen das Ja zur Befristung skeptisch. Allerdings ist das Urteil kein Freibrief für eine dauernde Verlängerung von befristeten Arbeitsverhältnissen. Da kommt es sehr genau auf die Einzelfallprüfung an und die wird jetzt das Bundesarbeitsgericht vornehmen müssen. Das Bundesarbeitsgericht will noch in diesem Jahr entscheiden und dann vermutlich genauer festlegen, wie viele Verträge am Stück noch hinzunehmen sind. Auf eine Orientierungshilfe müssen Arbeitnehmer und Arbeitgeber also noch warten. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Eines steht aber heute schon fest, die Gerichte müssen in Zukunft genau prüfen und jeden einzelnen Fristvertrag noch mal unter die Lupe nehmen. In Deutschland sind weniger Kinder auf Hartz IV angewiesen als vor 5 Jahren. Bundesarbeitsministerin von der Leyen sieht ihren Kurs darin bestätigt. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit bekamen im September vergangenen Jahres fast 1,64 Millionen Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren Hartz IV, 257.000 weniger als im September 2006. Das sind minus 13,5%. Der Paritätische Wohlfahrtsverband sieht darin aber keinen positiven Trend. Er erklärte, der Rückgang liege nur daran, dass es weniger Kinder gebe. Die Pleite des Drogeriekonzerns Schlecker zieht jetzt doch die Unternehmenstochter Ihr Platz in Mitleidenschaft. Die Kette meldete heute ebenfalls Insolvenz an. Betroffen sind nach Unternehmensangaben 5.800 Mitarbeiter. Der Geschäftsbetrieb der etwa 670 Filialen laufe aber weiter. Die Gehälter für die nächsten 3 Monate seien gesichert. Der vorläufige Insolvenzverwalter kündigte an, dass Schlecker und Ihr Platz gemeinsam saniert werden sollen. Im Skandal um mangelhafte Brustimplantate haben die Behörden den Gründer der Herstellerfirma festgenommen. Nach Angaben der französischen Ermittler steht Jean-Claude Ma im Verdacht der fahrlässigen Tötung und Körperverletzung. Der 72-Jährige erklärte, er habe gewusst, dass die Implantate nicht den Vorschriften entsprechen, schädlich seien sie aber nicht. Weltweit sind bis zu 500.000 Frauen betroffen. Der Schauspieler Vadim Glowner ist tot. Wie heute bekannt wurde, starb er in der Nacht zum Dienstag nach kurzer, schwerer Krankheit. Er wurde 70 Jahre alt. Glowner wirkte in mehr als 160 Kino- und Fernsehfilmen mit. Er drehte mit Größen wie Claude Chabrol, Romy Schneider und Klaus Kinski. Dem Fernsehpublikum begegnete er im Tatort, im Polizeiruf oder zuletzt in der ZDF-Produktion Borcher. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 27. Januar. Wolken eines Tiefs über der Nordsee überqueren in der Nacht die westlichen Teile Deutschlands und begleiten uns morgen den Tag über. Die Niederschläge fallen zwar nur leicht aus, trotzdem muss mit gefährlicher Straßenglätte gerechnet werden. Die Wolken im Westen verlagern sich im Laufe der Nacht ostwärts. Im Flachland im Westen bringen sie Regen, sonst Schnee oder gefrierenden Regen mit Glätte. Am Tag ist es an Oder und Neiße sowie im Westen und Nordwesten meist trocken, sonst noch etwas Schnee oder gefrierender Regen, am Oberrhein nur Regen. Der Wind weht im Süden schwach, sonst schwach bis mäßig, an den Küsten frisch mit starken Böen. Heute Nacht 4 Grad am Niederrhein und minus 10 Grad im Berchtesgadener Land. Am Tag minus 2 Grad im Osten und plus 7 Grad am Rhein. Am Samstag mehr Wolken als Sonne, gebietsweise etwas Schnee, im Westen etwas Regen.
Am Sonntag neben vielen Wolken auch freundliche Abschnitte und nur noch stellenweise etwas Schnee. Am Montag viele Wolken, etwas Sonne, ein paar Schneeflocken. Am freundlichsten wird es im Nordosten. Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr mit Tom Buro. Darin hohes Risiko, warum Kreuzfahrten im Nordmeer besonders gefährlich sind und kein Rückzug, wie jüdische Siedler ihre illegalen Dörfer verteidigen.